So, willkommen zu später Stunde. Wir befinden uns hier gerade in Gothenburg am Bahnhof Steltenbergen und werden gleich mit der Linie 1 bis Rettenheim fahren. Ja, draußen sieht man das reale Wetter Bremen. Es regnet, ist kalt, stürmisch und aufgrund dieses Wetters fällt morgen die Schule aus. Das wollte ich einmal gesagt haben. So, in einer Minute werden wir auch gleich schon abfahren. Fahrgäste haben wir jetzt noch keine hier im Bus. Und draußen stehen anscheinend noch keine. Ja, wir können ja schon mal den Motor einschalten. Installiert habe ich hier das Soundpack von Morphe und diverse Modifikationen. Unter anderem sieht man hier die Verspätungsanzeige nach prima Vorbild, also in halben Minuten, und Verfrühung wird als Plus und Verspätung als Minus angezeigt. Und ja. Was gibt's noch großartig zu sagen? Keine Fahrgäste da. 0:43 Uhr und wir fahren ab um 0:44 Uhr. Sehr gut. Ja, Heizung läuft soweit. Wir haben angenehme 17,7 Grad im Bus. Bei einer Außentemperatur von 2 Grad, also ja. So, dann müssen wir auch schon los. Feststellbremse lösen. Und ja. Nix da. Perfekt. Ah ja, ich sollte vielleicht noch die Umgebungspfeile einschalten. Da ich sonst absolut nicht weiß, ups, hala, wo ich lang muss. Nächste Haltestelle, Bahnhofstraße. Das kann angehen. Hallo. Hallo. Der Spiegel da oben funktioniert nicht immer ganz so gut, aber das macht gar nichts. Das macht der Bus dann wieder gut. Also echt tolles Teil. So. Nächste Haltestelle. Steltenbergen Bürgerpark. So, jetzt fahren wir auf der normalen Strecke der Linie 1 gleich weiter. Das ist in der so, ist halt der kleine Abschnitt noch von der Linie 19. Ich fahre gerade, ich fahr heute das erste Mal hier so in Steltenbergen. Und ja. Ja. Sagen Sie ruhig nichts. Ah, wir könnten theoretisch mal eben den Bus vorlassen. Moment. Egal. Nächste Haltestelle, Reichshof.
Solange der Bus jetzt hier nicht anhält und alle Fahrgäste abgereift, ist alles gut. Okay, es gibt hier keine Fahrgäste. Vermutlich hält er deswegen nicht an. Aber gut. Ach, es scheint ein wenig rutschig zu sein auf dem Kopfsteinpflaster. Nächste Haltestelle, Sebastian-Hofer Platz. So sieht's aus. Hallo. Hallo. Sind ja ganz gut im Fahrplan. Nächste Haltestelle am Schmitzberg. Ja, hallo. Nächste Haltestelle, Wacholderweg. Also was ich in dieser Map im Vergleich zu Römerberg schon mal ein bisschen besser finde, ist, dass die nicht allzu überladen wirkt. Also hier fährt man eine Linie und nicht so 50.000 auf einmal. So, also man sieht nicht auf einmal so 50.000, okay, vielleicht 10 verschiedene Linien auf den Wegweisern. Ja, hat alles Vor- und Nachteile. Na super, das wollen wir nicht. Nächste Haltestelle, Grönitz West. Umsteigemöglichkeit zur Linie 11 in Richtung Falknerschule. Wo ist der Regensound hin? Also der... Ah, naja, passt schon. Was stand da gerade? 60? 80? Habe ich nicht gelesen. Ah, jetzt wieder 100. Alles gut.
Gut, wir haben es 0:53 und fahren um 0:54 weiter. Das sieht gut aus. Ja. Sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus hier. Und im Vergleich zu Römerberg, wenn ich den Vergleich mal wieder ziehen darf, läuft diese Map etwas flüssiger. Es ist zwar jetzt nur so ein Ort außerhalb, aber immerhin wirkt irgendwie stabiler. Ja, ja. So, get ready to take off und los. Nächste Haltestelle, Kahlenberger Straße. Eine Tageskarte, bitte. Ja, einmal 9 Mark. Danke. Eine Mark zurück, bitteschön. Nächste Haltestelle, Garbsener Weg. Moment, es wäre sogar nach, was weiß ich. Ich kenne diese Verkehrsführung noch nicht. Nächste Haltestelle, St. Marien. Nächste Haltestelle, Grünitzer Hauptstraße.
ein Kollege. Hallo. Hallo. So, wir haben es jetzt 18 Grad im Bus. Ja, das ist doch okay. Nächste Haltestelle, Rosenstraße. Was ist das denn hier? Nächste Haltestelle, Gemünder Straße. Ciao. Hallo. Hallo. Nächste Haltestelle, Friedhof Grünitz. Nächste Haltestelle, Maria Montessori Schule. Tja, ich schätze, in 6 Tagen würde ich jetzt hier gerade schon sitzen und OMSI 2 spielen. Auf Steam steht nämlich, dass OMSI 2 am 11. Dezember rauskommt. Soweit ich mich nicht... Ja, doch, am 11. Dezember. Also einen Tag vorher, vor dem normalen Release. Wenn das nicht auch vorgezogen wird, ich weiß es ja nicht. Jedenfalls, ja, ist die Hauptversion von OMSI 2 jetzt ja schon fertig und schon an den Publisher weitergegeben und so. Und ja, dann kann man sich in 6 Tagen auf weitere Videos von OMSI 2 freuen, wenn man das möchte. Ja, ja. Mir gefällt aber jetzt erstmal dieser Bus hier richtig, richtig gut und verkürzt ein wenig die Zeit auf, ein wenig die Wartezeit auf OMSI 2, bis OMSI 2, was auch immer. Tja. Keine Fahrgäste, ist aber schade. Nächste Haltestelle, Frankfurter Straße. Mhm.
Hallo. Hallo. Nächste Haltestelle, westliche Kanalbrücke. Ja, sieht doch ganz nett aus hier. Hallo. Hallo. Nächste Haltestelle, Bamberger Straße. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Es besteht Übergang zum Regional- und Fernverkehr sowie zur S-Bahn. Tickets, Tipps und Informationen zu Bus und Bahn erhalten Sie im GVB-Kundenzentrum. Next Stop, Main Station. So, die beste Ansage, die ich jemals gehört habe. Ja, eindeutig. Und nein, das meine ich nicht ernst. So, nein, ich muss da hinten halten. Ich erinnere mich, einmal bin ich hier, glaube ich, schon gefahren.